Der US-Botschafter in der Türkei, John Bass, hat sich zur Einfrierung der Visa-Anträge für türkische Staatsbürger geäußert. In diesem Jahr wurde in der Türkei zum zweiten Mal ein türkischer Mitarbeiter der amerikanischen Mission festgenommen. Es bereitet den USA Sorge, dass der Presse Informationen weitergegeben werden, ohne dass die Verteidiger darüber informiert werden. Bislang habe die Türkei noch keine Nachweise darüber liefern können, was die Angestellten der US-Mission illegal getan hätten. Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, diese Maßnahme zu treffen. Man hoffe, dass die Maßnahme nicht lange anhalten wird. Man wisse nicht, wie lange das Problem anhalten werde. Türken, die zuvor Termine für ihre Visa-Anträge bekommen hatten, wurden nicht in die US-Mission hereingelassen.